Hallo und Glück auf zu einem weiteren Legendentalk nach einem Schalke-Spiel. Schalke verliert in Karlsruhe 3:0. Auch heute wieder unsere Legenden vor Ort hier in der Arena. Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk. Hallo und Glück auf erstmal. Glück auf, René. Ja, jede Woche stehen wir, oder besser gesagt nach jedem Spiel stehen wir hier ein bisschen ratloser und die Ratlosigkeit wird größer. Wie habt ihr das Spiel gestern gesehen? Ja, ich muss auch sagen, dass ich wirklich deprimiert bin, wie wir spielen, wieder verloren gegen einen Gegner, der nur unmittelbar vor uns steht und praktisch keine Chance hatten, über 90 Minuten. Und das gibt mir schon zu denken, Schalke 04 ist ja nicht so, dass wir in der ersten Liga an drittletzter Stelle, sondern in der zweiten Liga. Und ich glaube nicht, da bin ich ja überzeugt, dass wir nicht absteigen. Aber es ist immer eine schwierige Kiste, wenn du unten stehst. Und wir sind ja 5 Punkte vor dem Viertletzten zurück. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Weil wenn man wirklich später nicht in die Relegation geht und gegen einen Drittligisten spielen muss, der gegen Schalke spielt, über seine Verhältnisse spielt, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Und ich muss dazu sagen, wenn wir nicht kompakt stehen, egal ob erste, zweite Liga, wenn man den Gegner zu viel Raum lässt und die Bälle kommen von außen nach innen und ich kann das Spiel nicht lesen, dass ich am Mann bleiben muss, am Mann sein muss, dass er nicht abschließen kann, ja, dann sieht es wirklich nicht gut aus. Und von daher muss ich ehrlich sagen, ich will nicht auf die Mannschaft rumhauen. Wir haben wieder einen neuen Trainer. Und es liegt nicht immer an den Trainer, es liegt an der Mannschaft. Wir haben auch keine Spieler, die Spiel alleine entscheiden können. Der Rote ja, wenn er Bälle kriegt. Aber wer soll die Bälle liefern? Und das ist unser großes Problem, dass wir auch nach vorne keine großen Chancen hatten. Bis auf eine, was ich da gesehen habe. Und wir müssen als Mannschaft funktionieren. Und wenn ich lesen muss, dass KSC 6 Kilometer mehr gelaufen ist als wir, natürlich, wenn ich effektiv bin, kann ich 10 Kilometer weniger laufen, machen wir 4 Tore. Aber das ist ja nicht der Fall. Und das gibt schon zu denken. Und ob das erste, zweite Liga, wenn du nicht marschierst, von der ersten bis zur letzten Minute nicht fightest, dann wirst du Probleme kriegen. Und die haben wir. Rüdiger. Ja. Das Spiel doch mal ganz kurz, wie hast du es gesehen? Ja, also fast so wie Klaus auch. Klaus hat jetzt sehr viel schon gesagt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht, oder ich habe es wohl schon verstanden, aber ich glaube, die Spieler verstehen einfach nicht, was ein Trainer will. Und wenn ich die Dreierkette da hinten gesehen habe, die für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ja? Also das ist ja das, ich glaube, einige verstehen gar nicht, was eine Dreierkette ist. Eine Dreierkette ist eigentlich da, wenn es im 16er reingeht, dass man so schnell wie möglich zu den Männern kommt. Und das habe ich nicht gesehen. Also bei den ersten beiden Toren waren jedes Mal unsere Innenverteidiger weit und breit weg, 2 Meter weg. Also dann kommt das beim zweiten Tor ein Pass rein und er ist 2 Meter weg. Beim ersten Mal rutscht Baumgartz aus. Kaminski hinten dran, statt hinzugehen, alles so schwerfällig, ja, alles nicht so organisiert, dass man sagt, du, wir müssen hier unser Tor verteidigen. Und da kriegst du natürlich einfache Tore rein. Und wollen wir jetzt gar nicht über das dritte sprechen, das Eigentor, weil da hätte das Mohr eigentlich schon klären müssen auf der linken Seite. Und ja. Das Eigentor war eigentlich egal, sage ich jetzt einfach mal so, weil wenn er das nicht selber reingemacht hätte, wäre es so gewesen, dass der hinten dran ja auch noch stand und hätte den dann irgendwie reingetan. Aber ich bin total enttäuscht, wirklich enttäuscht. Aber ich glaube auch, man hat diesmal dem Trainer, der kennt die Liga nicht. Und da muss man eigentlich auch mal sagen,
Kreuzer und auch Bujo, also die könnten dem ja mal sagen, hör mal zu, so lass uns vielleicht auswärts nicht spielen, die beiden außen offensiv spielen zu lassen. Ja, also mit Yusuf auf der rechten Seite, der so ein bisschen was getan hat, aber auch nicht viel, aber in der Defensive zu schwach ist, denn er muss ja in die Fünferkette reinrücken. Das kann der nicht. Und das hat man gesehen. In der ersten Halbzeit sind genug Flanken reingekommen von der linken Seite, weil er gar kein Abwehrverhalten hat. Also da hätte ich, glaube ich, mehr erwartet, dass man vielleicht doch lieber alles zumacht. Ja, mit zwei Spitzen spielen, einer dahinter. Aber dass man das außen mehr zumacht. Weil über außen sind die Pausen losgekommen und da haben wir Löcher gehabt ohne Ende. Ja, ich muss ehrlich sagen, auch zu meiner Zeit, ich hatte einen Trainer, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hat gesagt, und da hat er recht, du musst das Spiel lesen können. Vor außen, was passiert. Dann kannst du Situationen klären. Wenn du wartest und bis der Ball reinkommt, dann bist du zu spät. Und das ist bei uns der Fall. Wenn ich einer von außen flankt und ich stehe hinter dem Gegenspieler, dann habe ich das Spiel nicht lesen können oder die Situation nicht erkannt. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das war nicht nur zum ersten Mal. Wenn wir uns die Spiele anschauen, wo wir gespielt haben, wo wir verloren haben. Wir haben ja gegen Tabellenletzten verloren. Wir haben gegen Tabellenführer verloren. Wir stehen an drittletzter Stelle mit 5 Punkten hinter dem Viertletzten. Das gibt mir zu denken. Und ich hoffe natürlich, dass wir das schnell lösen, die ganze Angelegenheit, dass wir ja, als Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute, da muss es eigentlich gehen. Und Spieler habe, die für der Rode vorbereiten. Nicht alleine, nein, schon durch Dribbling und so, aber dann für Tore, der Rode vorbereiten. Sonst wird es ganz, ganz schwer. Weil aus dem Mittelfeld, da glaube ich, haben wir keine Torgefahr. Und wenn du keine Tore schießt, wenn du keine Chancen herausarbeitest, dann wird es für jeden schwer, ein Tor zu machen. Ja, eine Chance haben wir ja gehabt. Ja. Eine, und die hätte er eigentlich machen müssen. Aber man sieht auch wieder zum Ball. Man muss aber auch sagen, wenn du solche Chancen auswärts nicht ausnutzt, ja, dann wird es eng, ja, weil du hast nicht viel Chancen gehabt. Wir haben 2 Chancen gehabt, eigentlich und nicht mehr, also im ganzen Spiel. Und ich glaube, für Schalke 04 ist das ein wenig zu wenig, wenn man nur 2 Chancen, gerade gegen Karlsruhe, ist ja jetzt auch keine überragende Mannschaft gewesen. Aber die haben gespielt, die haben gekämpft, die haben Löcher gesucht, die auch bei uns gefunden worden sind. Und das muss man einfach sagen. Die haben viel in Schnittstellen reingespielt, ja, wo unsere überhaupt nicht mit klarkam. Entweder stand die ganze Fünferkette, ich sag mal, zu eng nebeneinander, dann haben sie trotzdem gut durchgespielt, weil dahinter keiner mehr war. Also die Raumaufteilung, die war total falsch gewesen, meiner Ansicht nach. Ja. Und natürlich, man muss sagen, die Absprache in der Dreierkette, die war eine Katastrophe. Das heißt doch, wenn ein Gegner kommt, da muss man enger zusammengehen, ja. Aber die waren weit auseinander. Genau das Gleiche war, wenn wir ein Spiel aufgezogen haben, war der Kaminski, der war fast linker Verteidiger in einer Dreierkette. Also das funktioniert nicht, weil so schnell kannst du ja gar nicht mehr wieder hinkommen, wenn du die wieder schließen willst. Sie dürfen vielleicht maximal 15, 16 Meter auseinander sein. Aber das funktioniert doch nicht. So breiter die Kette ist, umso mehr Löcher sind ja da. Und ich glaube, dass die das System noch gar nicht verstanden haben. Und für die Offensive muss ich eine Lanze brechen für Terode. Ich habe auch Mittelstürmer gespielt. Aber da kam was. Erst Libuda, Erwin Kremers, da kam was. Wir brauchen dann bloß mal schauen. Lewandowski, der hat bei Bayern Tore gemacht ohne Ende. In der polnischen Nationalmannschaft, die machen auch nichts. Da schießt auch keine Tore. Die qualifizieren sich wahrscheinlich wieder nicht für die Europameisterschaft. Ja, weil was kommen muss. Und so geht es Terode auch. Wenn er keine Vorlagen kriegt, keine Flanken, wird er auch keine Tore machen. Ja, Trainereffekt erstmal verpufft.
Ihr habt den Trainer ja quasi auch willkommen geheißen, ihr habt euch das Testspiel angeschaut. Was hattet ihr da für einen Eindruck? War der anders als den ihr dann gestern hattet? Ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur eins, dass er mit einer Mannschaft bei einer belgischen Meister geworden wäre. Und das sagt ja viel aus. Und man soll ihm jetzt auch Zeit geben. Ich hoffe, dass er vieles ändert, dass wir da unten rauskommen. Das ist das Allerwichtigste. Von Meisterschaft oder Aufstieg, da rede ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, René, das ist meine Meinung. Er kommt hier hin, er kennt die Liga nicht. Aber dafür haben wir drei Leute da rumsitzen, die dem eventuell sagen können, was hier abläuft. Und das irritiert mich manchmal ein bisschen, dass er sich da mit seinem Co-Trainer unterhält und die anderen beiden oder die anderen drei, sag ich mal, gucken da wohl zu, was die beiden machen. Man muss natürlich auch einem Trainer ein bisschen helfen. Ja? Also das heißt, dem vielleicht zu sagen, der oder der kann diese Position nicht spielen. Ja? Man kann ja probieren mit einer Dreierkette, aber komischerweise Reis hat es nicht gemacht. Entweder hat er es schnell verstanden, dass sie das nicht spielen können, weil es wurde ja pausenlos darüber geredet, ja, nun, jetzt spielen wir mal die Dreierkette, dann wirst du mal sehen, da gewinnen wir jedes Spiel. Nein, eine Dreierkette, die muss schon gut stehen. Und das müssen Leute sein, die sehr intellektuell sind und auch sehr schlau sein müssen, weil im richtigen Moment müssen sie zu den Leuten hin und eng und nicht zwei Meter weg. Und das kannst du im 16er nicht machen. Unter Dimitris Gramotzis war es ja auch so. Ne? Da hat Dreierkette gespielt und haben viele gesagt, stell mal um auf eine Viererkette. Also wie man es macht. Ja, wie gesagt, also jetzt hat er die Dreierkette. Ich glaube auch, die Zeit ist natürlich immer ein bisschen knapp, wenn du hinkommst. Du weißt auch nicht so die richtige Qualität, was jeder Spieler hat. Und das weiß er wahrscheinlich noch nicht. Ja. Aber wir werden ja sehen gegen Hannover, ob er wieder mit einer Dreierkette spielt. Ich finde, zu Hause kannst du eher so spielen, als wenn du auswärts spielst. Weil auswärts musst du die Seiten zu haben. Wenn du die Seiten nicht zu hast, wenn du mit offensiven Leuten arbeitest, die in der Defensive schwach sind, da muss man ganz schnell aufpassen und sagen, oh, da brennt mir auf den Seiten. Weil dann kriegst du, wie wir gesehen haben, kriegen die Chancen, Flanken und. Und irgendwann klingelt das dann mal. Ja, wir, Hannover 96 sind an dritter Stelle. Vierte. Und die gucken sich auch die Spiele an. Die haben auch Beobachter, wie Schalke spielt, wo haben sie ihre Schwächen und so weiter. Und die Zuschauer werden auch unruhig. Und das ist eine ganz schwierige Situation, wenn die Zuschauer unruhig werden. Das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben, dass sich die Fans abwenden von der Mannschaft. Das ist wirklich in unserer Situation. Habt ihr schon mal sowas erlebt, dass Fans sich abgewendet haben, weil sie mit Leistung nicht zufrieden waren? Habt ihr das live mal mitbekommen als Spieler? Also als Spieler habe ich das nicht so. Klar haben sie mal geschimpft, gar kein Thema. Aber eigentlich war es nie so gewesen, dass die Fans uns in den Stich gelassen haben. Also da muss schon ein Riesenruck in der Tribünenseite gewesen sein, dass die einfach sagen, mit dem Scheiß, was ihr hier spielt, sind wir nicht zufrieden. Mhm. Ganz klar, die sehen das Spiel auch und die sehen, wer kämpft und wer für den Verein kämpft und wer nicht. Ja, und ich habe schon gerade gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, als wenn wir immer noch so Corona haben. Bei Corona mussten wir ja immer 3 Meter Abstand halten. Und das habe ich so im Gefühl, als wenn wir Corona haben, weil die gehen alle 3 Meter weg im 16er. Und ich glaube, die Jungs müssen mal langsam wissen, dass wir keine Corona mehr haben. Ne? Dann wüssten sie wahrscheinlich, dass sie doch näher am Mann rein müssen. Ja, ihr habt es angesprochen, nächste Gegner ist Hannover. Ja. Zweite Liga, stehen auf Platz 4 aktuell. Ja, und dann können wir ja schon mal nochmal weiterschauen. Ein paar Tage später, DFB-Pokal. St. Pauli, Tabellenführer. Ja. Sind das vielleicht sogar dann die richtigen Spiele? Weil die Mannschaften ja anders spielen, die werden kommen. Die werden vielleicht ein anderes System haben als Karlsruhe gestern, die ja auch erst umgestellt haben, ne, ihr Spielsystem. Das erste Mal mit Stindl auf der 10 wurde ja auch gefordert. Aber er hat es gemacht. Die haben es gefordert und dann hat er es gemacht. Es bleibt und immer das Gleiche. Wenn du nicht gegenhalten kannst oder gegenhältst, dann wirst du pauslos in der Defensive sein und dann passiert das. Das ist ja jetzt auch wieder gewesen. Und deswegen musst du rauskommen,
Du musst ich wiederhole mich immer, von der ersten bis zur letzten Minute, nicht erst 10 Minuten vor Schluss, wo ich 3-0 hinten liege, nein, von Anfang an. Das ist entscheidend. Und dann kriege ich die auch hinter mich, die Fans. Aber ob sie sich das noch lange anschauen, wenn wir so spielen, das ist eine andere Frage. Hannover hat natürlich, das muss man sagen, eine gute Saison bis jetzt gespielt. Und die werden hier auch mit Selbstvertrauen spielen. Gar kein Thema. Und wir sind total angeschlagen. Ich hoffe, dass die Fans ruhig bleiben und nicht irgendwie noch Theater machen, dass noch mehr Unruhe reinkommt. Das wäre vielleicht für unseren Verein nicht so gut. Ja, ich kenne das auch. Man kann nicht immer klatschen, wenn man Scheiße spielt, auf Deutsch gesagt. Aber wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen unsere Spiele dann eben hier bei uns im Stadion gewinnen oder egal wie auch immer. Aber es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt alle draufkloppen und sagen, wir müssen jetzt hier sofort lospfeifen. Ich bitte unsere Schalker-Fans wirklich darum, wirklich ruhig zu bleiben, vielleicht sogar noch anzufeuern, weil Hannover wird sicherlich eine schwierige Geschichte. Aber die Fans erkennen doch auch, was machen die unten am Platz. Sind die bereit, 90 Minuten zu gehen? Dann stehen die auch hinter der Mannschaft. Aber der Trainer hat ja gesagt, der KSC ist gelaufen und wir sind spazieren gegangen. Ja, dann werden die sauer und ich glaube auch zurecht. Eine Entscheidung, die wir noch besprechen sollten, bevor wir abschließen und einfach nur auf Wunder hoffen. Wie habt ihr die Torhüterentscheidung wahrgenommen? Ralf Herrmann als vierter Torhüter in dieser Saison am 10. Spieltag? Ja, ich habe jetzt den Herrmann gar nicht so schlecht gesehen. Er hat also einige Sachen gehalten. Natürlich ist das immer so, wenn man lange Zeit nicht gespielt hat, dass man natürlich da auch nervös ist. Und man will ja das Spiel ja unbedingt gewinnen. Und wenn man natürlich dann 3 Stück reinkriegt, ist natürlich für ein Torwart immer blöd. Aber ich glaube einfach, man muss jetzt mit dem Torwart durchziehen. Und der Ralle, der hat ja auch oft genug gezeigt, dass er ein guter Torwart ist. Und vor allen Dingen, was ich immer gesagt habe, also hinten rumspielen, das ist nicht unser Spiel, auch mit dem Ralle nicht. Dafür ist er fußballerisch nicht zu stark. Also müssten wir dann eigentlich zusehen, dass wir da die Bälle wegschlagen oder eben auf den zweiten Ball gehen. Erstens, Ralle war verletzt am Anfang der Saison. Dann hat Herr Müller gespielt und hat gut gehalten. Also keine Veranlassung da, Torwart zu wechseln. Und der Berater, der soll seinen Mund halten. Ein Ahnungsloser, der nie Fußball gespielt hat, der soll das Maul halten. Und ich brauche einen Torwart, der auf der Linie, der im Rauslaufen gut ist. Ich brauche keinen Torwart. Wenn er das kann, okay. Fußball spielen, und Mann umspielen. Aber links und rechts kann jeder Torwart den Ball rausspielen. Dann habe ich eben einen langen Ball, müssen die vorne sich eben behaupten. Und deswegen, Ralle hat auch letztes Jahr schon bewiesen, dass er ein guter Torwart ist, aber dass er fußballisch, aber hat gesagt, nicht der Beste, das weiß er selber. Aber das brauche ich auch als Torwart nicht. Wenn ich natürlich wie ein Manuel Neuer nur 3-mal ausspielen könnte, ja, dann wäre es optimal, aber das muss ich nicht haben. Für mich wäre viel wichtiger, wenn wir das Spiel gewinnen gegen Hannover. Und ich habe ja schon mal gesagt, also mir ist es eigentlich scheißegal, und wenn wir wieder wirklich nur 1-0 gewinnen hier, wir müssen langsam aber sicher die Ärmel hochkrempeln. Und ich habe immer noch manchmal das Gefühl, als wenn einige Spieler das immer noch nicht kapieren. Ja? Also wenn ich in Baumgart sein Interview gesehen habe, was der da erzählt hat, ja, wir müssen jetzt mal langsam zusehen, dass wir punkten, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also dann ist der im falschen Film, der Junge. Dann muss der sich mal überlegen, was der für Äußerungen macht. Ja? Er macht selber pausenlos Fehler und gibt dann Äußerungen, wir müssen ruhig bleiben, wir werden das schon schaffen. Nee, wie der Klaus gesagt hat, wenn man da unten in so einer Grube drin ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, ein Seil zu finden, um da rauszukommen. Und ich hoffe, dass wir das Seil so schnell wie möglich finden. Sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Nicht nur der Verein oder auch die Mannschaft, sondern das ganze Umfeld. Das ganze Umfeld hält an Schalke. Und da müssen wir fürchterlich aufpassen. Okay, damit schließen wir den Legenden-Talk und sehen uns wieder nach dem Spiel gegen Hannover am Montag nächste Woche. Danke. Glück auf. Glück auf.